So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein Mann zu uns, der mehrere verschiedene Sendungen im Fernsehen macht, auf Tour ist und jetzt auch noch sich der Fotografie angenommen hat und auch noch eine Biografie schreibt, was genau er heute hier will, von was er Ihnen erzählen möchte. Das wird er jetzt gleich selber tun. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Dieter Nuhr. Willkommen. Ah. Einer meiner liebsten Gäste. Tag. Ja. Mensch, hör mal. Ja, warum bin ich hier? Ich habe mich nicht jetzt der Fotografie angenommen, sondern ich habe eigentlich Kunst studiert damals. Das war so. Ah, du hast Kunst studiert? Ja. Das sagen viele Schlagersänger auch gerne. Ich habe Jazz studiert. Eigentlich, ich komme ja eigentlich vom Jazz. Aber dann bin ich in der Volksmusik groß geworden und dann habe ich es einfach vergessen. Ja. Nee, ich habe richtig sogar mit Abschluss in allen Pipapo. Ich habe Kunst studiert. Ja. Vielleicht einen kleinen Applaus für dich, der hier einen Abschluss in Kunst. Historik oder was? Nee, Kunst. Richtig. Ich habe gemalt damals und habe immer Bilder gemacht und mache jetzt eine Ausstellung. Du hast Bilder gemacht? Ja, ich habe Bilder gemalt. Das wusste ich nicht. Ja, warum auch? Was hast du gemalt? Gegenständlich, abstrakt, expressionistisch? Gegenständlich. Viel, das ist so lange her, dass ich gemalt habe. Viel Stillleben-Landschaften und sowas in der Art. Richtig, so, also dass man es so, dass man es, wie sagt man, fotorealistisch oder irgendwie, als man es erkennen kann oder so. Oder das ist ein Berg zum Beispiel. Da gibt es ja verschiedene Formen. Berg ist relativ einfach. Berg ist so. Ja. Ungefähr. Das ging schon. Okay. Auf jeden Fall, jetzt habe ich eine Ausstellung gerade im Moment. Mit den Bildern, die du damals gemacht hast oder die du jetzt neu gemacht hast? Nein, die sind jetzt ganz anders. Jetzt mache ich die Bilder auf Reisen und bin unterwegs eigentlich relativ oft. Viermal im Jahr, dreimal im Jahr fahre ich los irgendwo in andere Teile der Welt, mache meine Fotos. Mache eine Ausstellung im Museum Ratingen und in der Galerie Obrist in Essen. Okay. Und fände ich schön. Wenn sich das jemand angucken möchte, der kann das ja mal machen. Ja, zeig doch mal ein paar Bilder. Also ich glaube, ich habe euch welche geschickt. Du hast uns welche geschickt, die wir hinten auf der so eine kleine Auswahl. Und da, das scheint in Asien wegen dir, das habe ich wegen dir ausgewählt, weil ich dachte irgendwie, das gefällt dir. Ich rate immer, ich rate jetzt, wo es ist. Also Asien ist schon mal gut, ne? Asien ist Asien gut. So gut, was könnte das sein? Hast du an den Damen erkannt wahrscheinlich, ne? Bitte? Hast du an den Frauen erkannt den Schriftzeichen, ne? Aber die Japaner und die Chinesen haben ja die gleichen Schriftzeichen. Ziemlich ähnliche, oder? Sehen ähnlich aus. Ja, ja, ich würde mal sagen China. Ja, ist Hongkong. Hongkong, ja. Okay. Das zweite Bild ist Persien natürlich. Iran, Irak, irgendwo Afghanistan. Grob Persien, arabischer Bereich, Persien, Arabien, so unterhalb des Kaspischen Meeres, aber westlich. Westlich des Hindukusch. Persien. Ja. Wie ich sagte. Ja. Sind denn in Persien die Teppiche tatsächlich noch von Persern handgetüpft oder kommen die auch aus China mittlerweile? Mund geblasen, so viel ich weiß, ja. Okay. Und das dritte Bild ist. Warum hast du diese Bilder jetzt ausgewählt? Guck mal, das ist hier beim ProSieben Unterhaltungschef im Büro. Komisch, dass du jetzt nicht aufs ZDF gekommen bist. Ja, okay, ja, ZDF ist natürlich schade. Ja, nee, das ist ihm so. Warte, wir schneiden den ProSieben Gag raus. Ich sag mal, sieht so aus wie beim ZDF-Chef im Büro. Okay, das ist beim ZDF-Chef im Büro, ja, das stimmt. Okay. In seinem auswärtigen Büro im Sudan ist das. Ah, okay. Es sind Reisebilder halt, ich mache die viel auf Reisen. Und fotografierst du immer ohne Menschen? Also nur so. Menschen sind so krumm und so schief und ich versuche eigentlich immer gerade frontale Perspektiven im Bild zu haben. Okay. Und dann irgendetwas zu finden an Gegenständen oder an Details, die was wiedergeben von dem Land, wo ich gerade bin. Und ich finde, das ist eigentlich so, gerade so wie die Wand aussieht. Das ist gut, das könnte auch in Ostdeutschland sein. Ja. Ja, und ich dachte, ich überlasse dir einfach den Katalog. Ich schreibe im Moment auch gerade an meiner Autobiografie. So jung schreibst du schon an deiner Autobiografie? Oh, ich sehe, wir müssen gerade Werbung machen. Ach du Schade. Ja, was in dem Leben alles so passiert ist von Dieter Nuhr, das werden wir gleich erfahren. Also bleiben Sie dran und wir spielen gleich auch noch Blamieren oder Kassieren. Also, es lohnt sich. Bis gleich.
intelligenten Witzchen, die er häufig in verschiedenen Shows präsentiert, macht er auch noch Fotografie. Ausstellungen hier in diesem Falle, das ist ein Bild, eine Landschaft fotografiert. Die kann man dann auch kaufen, oder was, in der Galerie, die Bilder? Oder ist es nur eine Ausstellung und du behältst sie für dich? Nee, ich behalte sie eigentlich am liebsten für mich. Ich gebe eigentlich Bilder ungern raus, das stimmt schon. Ja, ich mag das nicht gern, die wegzugeben. Okay. Aber egal, irgendwann, ich habe zwei Lagerräume in Dessen angemietet und ich will keinen dritten mehr anmieten. Also insofern muss ich es verkaufen. Du lässt sie dann auch immer auf Riesenformate ziehen, oder was? Die sind relativ groß. Du könntest sie einfach digital erstmal behalten, dann braucht man keine Lagerräume. Mache ich auch auf. Ich habe ja noch ein bisschen mehr als das, was da ausgestellt wird. Aber das ist schon ein ganzer Haufen. Was ist das hier? Das ist der Rhone-Gletscher. Der ist im Moment verhangen, damit er nicht mehr abschmilzt. Ja, genau. Weil offenbar haben die festgestellt, dass jetzt sei der Normalzustand, der erhaltenswert ist. Warum auch immer. Ich weiß nicht, der Gletscher. manchmal war er länger, manchmal war er kürzer. Ja. Und jetzt glauben sie plötzlich, jetzt muss man es genau so erhalten, wie es gerade ist. Und dann hängen die weißen Viecher. Die Frage habe ich mir auch schon mal, glaube ich, sogar hier schon mal in der Sendung gestellt, wo jemand war, der solche Gletscher geschützt hat. Wo ich sagte, ja, aber es gab ja nicht immer Gletscher. So waren sie so. Ja. Mal war es 50 Grad heiß auf der Erde und mal war es viel, viel kälter. Ja. Warum ist der jetzt Zustand der erstrebenswert? Aber das ist zu philosophisch für unsere Sendung. Ja, lass uns über deine Biografie sprechen. Ich habe mich ja gefragt, was kann ich erzählen? Weil ich war so lange nicht mehr hier, finde ich. Oder? Ich war 2013 war ich, glaube ich, das letzte Mal hier. Ja. Und da habe ich festgestellt, es ist wieder so viel Lebenszeit vergangen. Ja. Und bevor du stirbst und ich sterbe, dachte ich irgendwie... ich schreibe mal meine Autobiografie, da bin ich im Moment dran, das will ich jetzt die nächsten Jahre machen. Erst muss der Rest meiner Familie sterben, bevor ich das veröffentliche, weil es ist teilweise ziemlich peinlich. Ja. Ich kann ein bisschen vorlesen daraus, wenn du möchtest, Anfang vorlesen, aber nur wenn du willst. Ja, also es ist meine persönliche Autobiografie. Als ich im Herbst 1960 zur Welt kam, schrie meine Mutter Eleonore vor Freude. Ich blickte von innen durch den Geburtskanal und sah das Licht am Ende des Tunnels. Während mein Vater Walter, 50 Kilometer entfernt in einer Amtsstube sitzend, den Griffel spitzte. Kerle ging das nichts an, so war das damals in der Nachkriegszeit. Als Mann ließ man sich nach getaner Arbeit von der erfolgreichen Abnabelung berichten, fuhr dann zur Abnahme ins Krankenhaus und gratulierte recht herzlich. In den 60ern ersparten sich die Männer den Anblick von Presswehen und Dammschnitten. Man wollte die Dame des Hauses in bester Erinnerung behalten, falls es zu Komplikationen kam. Als Kerl empfing man den Nachwuchs in gewaschenem Zustand und wunderte sich, dass der frisch entbundene Thronfolger keinen entschlossenen Händedruck hatte. Man beschloss, in der Erziehung auf Strenge zu achten und bei den diesbezüglich Zuständigen, den Ehefrauen, Großmüttern und Kindermädchen, vorstellig zu werden. Das Leben war hart und Weichlinge unerwünscht. Wir hatten nichts, aber gerade das schweißte uns zusammen. Wir beteten viel, der Krieg hatte illusionslose Menschen zurückgelassen, die sonntags morgens in die Kirche gingen, um sich ein bisschen Seelenheil ins Leben zu zaubern. Meine Mutter war katholisch, sie hörte gern dem Herrn im Kaftan zu. Dann komme ich auf Oma und Opa irgendwann zu sprechen. Oma und Opa quarzten, was das Zeug hielt. Luft war in ihrer Nähe niemals zu finden, wohl aber teeriger, muffelnder Dunst, der die Lunge eines Neugeborenen mit feinstaubigen Feststoffen zu füllen in der Lage war. Damals galt ein Besuch bei der Kriegsgeneration als Überlebenstraining. Wer die Stunden ohne Sauerstoff überlebte, war hart genug, auch die anderen Prüfungen zu bestehen, die das Leben für uns bereithalten sollte. Ein dritter Weltkrieg, die Pest oder Schlagermusik. Mein Großvater war begeisterter Militarist. Er hatte den Krieg in Paris verbracht. Von dort sandte er Reizwäsche an meine Großmutter, die Sexualität als skurrile Abnormität einer ansonsten perfekten Schöpfung betrachtete, deren vornehmste Ausformung der Mensch in seiner reinsten Form war, allerdings ausschließlich, wenn er angezogen am Tisch saß. Zwei Kinder hatten die beiden gezeugt, wie auch immer, sollte es damit nicht genug sein. Warum einen Prozess weiterhin vollziehen, dessen erhabenstes Ziel die Fortpflanzung nicht weiter angestrebt wurde? Seine sexuelle Begierde erstickte mein Großvater im Nebel des brennenden Zigarrenteers, den er so tief in sich einsog, dass er innen völlig schwarz wurde. Mein Opa war dadurch in der Lage, mitten am Tag das Licht aus dem Raum zu saugen, ein Zaubertrick, den er mehrfach vorführte. Vielleicht wurde ich aber auch einfach nur ohnmächtig wegen des Qualms. Jedenfalls saßen wir gerne tagsüber im Dunkeln und freuten uns an der Reizlosigkeit des Nichts. Mein Großvater liebte Erdbestattungen, wäre aber auch gar nicht brennbar gewesen, denn er bestand schon vor seinem Tod zum größten Teil aus Asche. Und so geht es weiter. Ich habe zwischendurch ein neues Programm gemacht, seit ich hier war. Ja. Dieter Nuhr, auf Tour, Programm kann man auf deiner Homepage sehen. Ja. Dieter Nuhr.
www.nur.de oder wie heißt der noch? www.nur.de ist ja die Homepage, da ist auch der Tourplan zu sehen. Und ich freue mich immer, wenn die Leute zu meinen Live-Auftritten kommen. Das ist mein eigentlicher Beruf. Aber ich freue mich auch, wenn die in die Ausstellung kommen. Alles klar. Die großformatige Fotos in Ratingen im Museum. Ich würde mich so freuen. Ja, viel Erfolg mit allem. Danke. Dieter Nuhr, meine Damen und Herren. Vielen Dank.